Gleich nach der Ankunft haben wir eine riesen Gaudi gehabt, alle da, unsere Mitarbeiter, dass der erste neue Garnitur bei uns im Pizza eingetroffen ist. Den hat man unverzüglich vom Tieflader runtergeholt und gleichzeitig dann schon auf die Schienen heruntergehoben. Wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein besonderer Tag. Wir fahren mit dem neuen Wagen Zug 2 das erste Mal in den Stollen. Bei der Profilfahrt ist es wichtig, dass wir die Gegebenheiten der Fahrwerke und der Seilrollen überprüfen. Wir sind hochgefahren, haben da mit einer Schablone und visuell geschaut, dass alles in Ordnung ist. Und dann in der Ausweiche ist dann das geschehen, dass zwei Generationen der Pitztaler Gletscherbahnwagen sich begegnet haben. Das war ganz ein historischer und ein bewegender Moment für uns alle, weil auch die alten Damen, die haben Hervorragendes geleistet. Und wenn man dann einfach sieht, die 40 Jahre Unterschied, das war einfach für uns Mitarbeiter ganz was Bewegendes. Das hat alles gut geklappt. Wir haben auch die Ausweiche gut überfahren. Alle Lichträume haben gestimmt. Und so sind wir wohlbehalten in der Bergstation angekommen. Jeder gibt wirklich sein Bestes und wir liegen im Zeitplan. Und alle freuen wir uns schon auf den 15. Juli, wo wir das erste Mal mit den Gästen wieder auf den Gletscher fahren dürfen.